Ho, wollte ich gerade sagen. Die Mütze triggert mich hier gerade so ein bisschen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Also nochmal so eine kleine Weihnachtsfolge. Wir clashen heute auch gar nicht, denn ich habe die ganzen letzten beiden Tage so gut wie nicht geclasht, denn mein Zeitmanagement war so im Eimer und dieser ganze Trubel rundherum und dann Arbeit und dann Projekte und muss fertig werden und weiß der Geier, hat mich so aus dem Ruder gebracht, dass ich nicht mehr online war für euch. Ich hoffe, dass es jetzt nicht ganz so tragisch, also passiert ist nichts, aber ich war so durch von allem und Fahrerei noch zwischendurch gehabt, lange dann teilweise auch. Und ich wollte jetzt gerade sagen, das Wetter macht einem auch zu schaffen, aber es sind typische 15 Grad Weihnachtswetter in Deutschland. Und so viel will ich gar nicht machen. Ich will jetzt erstmal in die Clans gucken, denn auch da, ja, wie gesagt, ihr seht das, glaube ich, hier so ein bisschen. Bei mir ist alles rappelvoll, beziehungsweise so voll ist es gar nicht, aber ich habe hier nicht geclasht die letzten beiden Tage und tut mir auch sehr, sehr leid. Ich habe meine ganzen Angriffe auch nicht gemacht und weil die Clankriege auch so ultra spät geendet haben, dann hast du verpennt und so weiter und so fort. Das, was ich eigentlich nur machen wollte, ist, ich wollte euch frohes Weihnachtsfest wünschen, also euch und euren Familien. Und lasst euch, ja, Weihnachten ist ja immer so ein bisschen, lasst euch nett verköstigen, sage ich jetzt mal so. Lasst euch nett beschenken, aber ich denke mal, jeder weiß selber, was er für seinen Liebsten gerne macht und was das Beste ist. Aber ich denke mal, das Beste und das Einzige ist eigentlich, dass wir nach wie vor gesund sind und unsere Liebsten auch. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was man überhaupt bekommen kann, beziehungsweise was es, sage ich jetzt mal so, eigentlich gibt. Wenn ihr noch ein bisschen was von mir sehen wollt, dann müsst ihr auf Twitch einschalten. Ich bin in jedem Fall irgendwie zwischen den Weihnachtsfeiertagen auch immer mal wieder online. Ich habe zwar noch einen kleinen Dienst nebenbei, aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Das kriegen wir auch über die Runden und dann geht es Richtung neuem Jahr. Also, danke euch für die Aufmerksamkeit, danke für die netten Grüße und Wünsche und ich sage nochmal, frohe Weihnachten, haut rein, euer Toto. Echt.